Gut. Ich renn schnell hoch. Und wir sind wieder da. Den Aussichtspunkt. Oh. Dachte, wir machen alles zusammen. Ja, wir machen. Den brauchen wir doch auch noch. Also, dann warte ich. Lasst mal sehen. Das gehört einem aus meinem Trupp. Die Feurigen haben ihn wohl erwischt, als er gerade auf dem Weg nach Hause war, um seinen Heimaturlaub zu genießen. Dann sieht er sich jetzt wohl die Radieschen von unten an. Das ist wirklich Pech. Wirklich Pech. Aber ich habe keinen, ich habe nichts bekommen dafür. Waren diese Seiten denn von Nutzen? Sicher. Wir sind im gleichen Trupp und da ich die Seiten nun habe, steht mir jetzt auch seine Ausrüstung zu. Ist sozusagen alles in der Familie geblieben. Gute Einstellung. Hier übrigens man sieht in der schwarzen Zitadelle noch eine Sehenswürdigkeit. Mir fehlen noch ganz viele. Mir nicht. Mir fehlt vor allem die beim, bei diesem Wegmarke Imperator, da finde ich die Sehenswürdigkeiten nicht. Aber die sind ja alle so ein bisschen gleichgültig, ne? Kann das sein? Ach, der ist tot, egal, nehme ich halt seine Sachen. Fand ich jetzt ein bisschen krass. Ist normal hier. Ja, bei den Nornfern ist es noch gut, ne? Ja. Nein, das war was ganz anderes. Da ging es nicht darum, hey, ich habe jetzt die Sachen von meinem Bruder geerbt, bleibt alles in der Familie. Da ging es darum, dass gesagt wird, ihm geht's jetzt schon gut, ich muss mein Ding hier auf der Erde noch zu Ende machen. Also ich, muss ganz ehrlich sagen, diese Char-Leute, ne, die sehen aus, als ob die alle tierischen Mundgeruch haben, deswegen stehe ich immer daneben. Aber wurscht. Ja, ist ja gut, dass es noch kein Geruchsspiel gibt. Okay, zum Aussichtspunkt. Ich glaube, ich kenne sogar schon den Weg. Ja. Dann geh mal voran. Ich glaube, ich auch. Ich warte hier unten, ich hab den schon. Ich hab den auch schon. Mir fehlen im Prinzip hier so gut wie alle Aussichten. Deshalb lohnt es sich jetzt gar nicht, dass ich jetzt mit abarbeite. Sonst ja, dann hast du doch schon einen mehr. Genau, da wir das hier jetzt alle zusammen machen. Ja, ich komme hier auch mit hochgehupst. Hänge gerade nur unter dem Stein feste. Du musst seitlich springen. Ja. Ein bisschen zurück, Brausewind. Ja, ich bin schon vorsichtshalber mal ganz zurückgefallen. Und dann seitwärts springen. Nein, noch weiter zurück. Ich krieg jetzt eine gute Aussicht auf euer Rumgekraxel. Das ist ja schon mal schön. Da ich schon mal oben war, muss ich nicht dahin. Achso, ja gut. Aber nett war's. War eines der interessantesten Puzzle. Gibt's eins, schlimmere, wo man so das Gefühl hat, ja! Das war irgendwie, hatte auch das Gefühl hier, das hat so Sinn, ja? Das ist wirklich so, so könnte es sein. Und nicht sowas mit Puste, Wind oder so merkwürdigen Dingen, die eigentlich gar nicht existieren. Ja, das ist ja auch. Puste, Wind existiert. Also, ich sehe jeden Tag auf N24 ganz viele Pustewinde, die ganz viele Häuser umpusten. Ja, Oklahoma. Rein bautechnisch dürfte dieses Bauwerk gar nicht mehr stehen, weil in der Mitte der Pfeiler ist ja durchgängig weggebrochen. Magie. Ja, genau, Magie. Ja, ich habe die falsche Schule. Auch den Punkt habe ich. Ups, ich bin gleich tot. Nee, ich bin doch nicht tot. Cool. Das war genau abgemessen. Genau berechnet. Ne? Hast du noch gesehen, da ist so ein Grashalm, auf den bist du draufgesprungen. Ja, aber nur der Grashalm hat mich gerettet. Mit dem Kopf. Dann gucke ich mal nochmal. Also weißt du, so ein Jumping-Puzzle, wo ich beim ersten Mal hochkomme, das ist genau das, was richtig ist. Das ist nur ein Aussichtspunkt, das ist kein Jumping-Puzzle. Ja, wollte ich schon sagen. Für mich ist das hier ein Jumping-Puzzle. Alles, wo man balancieren muss und was eng und schmal ist. Du hast vollkommen recht, das ist ein Jumping-Puzzle. Ein mega schweres und du hast es auf Anhieb geschafft. Danke. Ihr wollt ja noch mit mir weiter. Tioran shuffelt. Ah ja. Das ist nicht der Shuffle, den Tanz hatten wir mal rausgesucht. Wie hieß der denn? Jetzt eigentlich alle? Ich bin hier genau. Shuffle. Und dann nein, der hieß irgendwie anders. Deutran, du weißt es doch noch, du hast ihn doch rausgesucht. Ja, ich hab den rausgesucht, aber ich hab's vergessen, wie der heißt. Das ist ein Shuffle. Also ich hab mir den von den Asura gemerkt, das war der. War das nicht irgendwas Indisches oder sowas? Nee, das war der von den Silvari, der Indische. Ach so. Ja, und das ist ein Shuffle, weil sonst müsst ihr ja wie ein Shuffle machen. Und ich glaube nicht, dass das hier ein Shuffle ist. Die Char vielleicht? Nee, das ist der von hier.
War das Steve Urkel? Ja, irgendwie sowas. Okay, wo geht's hin? Steve Urkel von Prince of Bel Air. Genau, genau. Weiß denn einer, ob es hier einen Abflugpunkt gibt nach südlich Bucht? Ja, wir haben die doch schon freigeschaltet, also können wir also da auch hin teleportieren. Ich hab den wahrscheinlich nicht. Von Schwarze Zitadelle aus einer. Sonst müssen Löwenstein dann. Also, dann müssen wir hier zu dem großen Teleporter. Wieso? Ach so, jetzt. Wir können doch porten. Ja, ich aber... kann nicht porten. Ich war da wahrscheinlich noch nicht südliche Bucht. Also, südlich du musst nach Löwenstein. Und zwar da an den Hafen. Da liegt das Schiff ab. Das bringt dich dann. Ja, aber wenn man. Wegmarke klein kostet das ja Schweinegeld. Clown-Inselportage oder. Ach nee, Sanktumhafen wahrscheinlich. Sanktumhafen, ne? Genau. Da, dann an den an die Anlegestelle mit dem NPC reden und das Schiff bringt dich dann dorthin, wo wir jetzt auch direkt hin teleportieren, nämlich. Okay. Das kostet euch aber doch immer Geld. Ja, ja, damit kann ich leben. Ja, das ist besser als mit stundenlanger Ladung. Aber wenn man von hier aus einmal in die Welt gegen Welt Abteilung geht und von da aus sofort wieder in den Porter zurück, dann kommst du nach Löwenstein. Das ist ja interessant, was du alles für Tricks kennst, aber vorhin wolltet ihr noch nicht mal 15 Meter durch Löwenstein laufen. Welchen Weg mal gesagt, wir nehmen Stolzpunkt oder Löwenpunkt? Wo man immer ankommt, da Perleninselchen. Du kannst bei beiden ja ran. Da, also wo wir das Schiff letzte Mal angekommen sind, Perleninselchen. Mit dem Schiff kommst du doch bei, ja, dann weiß ich nicht. Ich würde nur sagen, am Löwenpunkt liegt ein sehr schönes Jumping-Puzzle. Da wo die Ferieninsel ist. Also, Talarian, das ist, seit das Event läuft, ist das auch ein bisschen anders alles. Alles scheiße. Also ich reise jetzt über die Welt gegen Welt und über die großen Transporter. Jetzt haben übrigens im Überlauf. Genau, jetzt haben wir noch das Problem, dass wir es irgendwie hinkriegen müssen, beide Grüppchen in den gleichen Überlauf zu schaffen. Wegmarke Perleninselchen. Aber zur Not habe ich da schon einen Trick. Na gut, dann mache ich das auch per Luftpost an. Ja, also jetzt die 13 Kupfer zu sparen, fünfmal hin und her zu porten. Nein, die Welt gegen Welt ist auch überbelegt, da komme ich also nicht hin. Wir gehen also zum Perleninselchen und treffen uns dort. Für 3 Silber und 5 Kupfer. A4-Anträge gibt es an der Anhaltestelle. Das ist nur, weil ihr schon alle so hochgelevelt seid, deswegen müsst ihr so viel bezahlen. Macht das wie ich, bleibt im Level klein und dann ist das auch alles billiger. Aber ich glaub, also ich bin dafür, dass das die Gilde bezahlt, ja? Wir sind ja jetzt auch reich, da wir doch 8 Gold gekriegt haben. Da muss jeder mal Reisekosten kriegen aus der Gildenkasse. Auch Reichtum ist vergänglich. Das ist doch eine tolle Idee. Was? 8 Gold? Ihr habt gesagt, das waren nur 2 Gold. Nein, 8. Ach, oder jetzt hast du dich verplappert. Wir haben das doch untereinander verteilt und ihr habt gesagt, das sind nur 2 Gold gewesen. Kann ich euch kurz unterbrechen? Ich bin in den Überlauf verlegt worden. Ja, ja, genau darum geht es jetzt. Ihr seid jetzt angekommen, aber ich sehe euch nicht. Ich vermute, ihr seid also in einem anderen Überlauf. Hier, unsere Gruppe ist in einem Überlauf. Unsere Coolerer. Unsere Gruppe ist Aslo, die... Tioran. Bitte lasst mich kurz ausreden, ja? Unsere Gruppe ist die, die, glaube ich, schneller porten kann. Das heißt, wir werden unsere Gruppe auflösen. Ihr nehmt euch erstmal 2 aus unserer Gruppe, ladet die in eure Gruppe ein, dann treten die bei, porten also zu euch rüber, dann gehen die wieder aus der Gruppe raus und dann kann der Letzte. Okay. Oh Gott. Okay. Hab ich jetzt nicht verstanden. Ja. Also ich bin dafür, dass wir diesem Schreiber des Programmes mal eine Protestnote schicken. Und wenn er nicht drauf reagiert, dann verlasse ich diesen Verein hier. Ja, dann zahlst du keine Abo-Gebühren mehr, nicht wahr? Ja, es ist doch Schwachsinn, eine 5-Mann-Gruppe zu machen, das ist doch Blödsinn. Ja, gut, irgendwo ist die Grenze, dann laufen sie mit 6 Mann rum und wollen den 7. noch mitnehmen und sind sauer und so weiter. Also, außerdem ist das dumm, wenn wir die Zeit damit verbringen und darüber reden. Ja, lass mich mal hier, wir stehen schon die ganze Zeit rum und machen nichts, lass uns die Gruppe bitte jetzt eben auflösen, also Gruppe verlassen. Los, zack, zack. So, und jetzt ladet mal Zongul und Brausewind oder wen auch immer ein.
Und sobald wir da sind, dann wieder Gruppe verlassen, ne? Ja, und jetzt, Genau. Und wer ist noch nicht eingeladen? Wir können nicht mehr einladen. Mich hat keiner eingeladen. Ja, Brausebacke, warte eine Sekunde. Machen wir gleich. Ich muss jetzt wieder rein und rausporten, ne? Du, nein, du machst jetzt mit Rechtsklick auf das Gruppenfenster und dann steht da Dingsbums beitreten. Südlichbucht beitreten oder so. Nein. Doch. Aber nicht auf das Gruppen, sondern auf ein Fenster vom Gilden, vom Gruppenleader. Ja, ich hab da irgendwo ins Gruppendings geklickt, hat auch funktioniert. Ja, jetzt bin ich von Talarian, jetzt sind wir hier in der Vierergruppe. Ja, so? Jetzt machst du das gleiche. Du klickst da in das Gruppenfenster mit rechts rein, bis das Menü auftaucht. Und dann ist einer der Menüpunkte, ist dann Südlichtbruch beitreten. Mit Rechtsklick auf ein Bild. Ich trete der Gruppe jetzt wieder aus, damit neu eingeladen werden. Genau. Südlichtbruch genau. Beitreten. So, hat geklappt. So, ich lade Zongul ein und dann, wenn Brausi da ist und die Gruppe verlassen hat, lade ich Brausi auch ein. Und dann haben wir dieses schwierige, logische Problem gelöst. Wir sind ja krass. Das nenne ich mal ein Porting-Puzzle. Ja, ein Porting-Puzzle ist das. Müsste eigentlich sofort einen Erfolg geben. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, aber auch nicht zu schön. So, gebt jetzt Ruhe, oder ich verwende euch alle... Brausewind, hast du die Gruppe verlassen? Nur zu. Ja, ich bin auch in einer Gruppe jetzt neu reingekommen. Ja, aber ja, du musst ja jetzt wieder rausgehen, damit unsere Gruppe dich wieder einladen kann, damit wir ihn wieder drei haben. Gruppe verlassen, da. So, ich lade dich jetzt ein. Und jetzt ist die Ordnung wieder hergestellt. Tut mir leid, mir sind die Hände gebunden. Vielleicht können wir ganz schnell nochmal runter an den Strand mit Talarian und Zongul, die ja noch FKK und so, ihr wisst schon. Ja, wir müssen sowieso runter an den Strand. Und ich folge. Sowieso, hab schon meine Reisekleidung angelegt. Eine dieser Aufgaben... Ah. Huch! Oh. Jetzt müsst ihr einmal hier ins Wasser rein. Das gibt dann einen Erfolg. Das mache ich schon ganz automatisch. Ich dachte, ich kann jetzt hier Frauen gucken gehen. So, und jetzt müsst ihr mir folgen. Hier vorne steht irgendwo der König und die Prinzessin. Yeah. Niemals! Die müsst ihr ansprechen, jeweils einzeln. Fürstin Kasimir und... Schönen guten Tag! Ah, ja. Aha. Wo ist der andere? Müsstet ihr wieder zwei Erfolge, glaube ich, kriegen. Nee, das ist, hallo, ich will... Ah, da, der Fürst. Mehr Lob. Stimmt. Super. Oh. Und wo ist die Fürstin da? Also, so sieht eine Fürstin aus, ne? Ich weiß Bescheid. Ich hoffe, sowas gibt keinen Ärger auf YouTube jetzt, dass das Video gefleckt wird als, beim Gewalt ist ja egal, ne? Da kann ruhig Köpfe ab und Blut spritzt, das ist ja kein Thema. Aber so ein Bikini, ne, da ist es sofort anrüchig und wird gesperrt. Wer ist denn die Blondine da vor der Fürstin? Ja. So, meine Lieben, jetzt können wir den Berg wieder hochgehen. Also, bleib hier. Zongul, bleib mal stehen. Ich hab dich überhaupt nicht begucken können. Ja, hallo. Oh, wow. Wo ist er? Hier vorne um die Ecke ist ein Champion. Trauen wir uns hinzu? Aber der sicher. Der hat eine Kiste an Bord, die man nachher... Denkt dran, dass ihr vorher eure Rüstung wieder anlegt, sonst ist das sehr schlecht. Ja, das ist ein guter Hinweis. Fels und Stein. Aber ja, Moment, den nicht automatisch Moment, an? Moment ja. Bevor ihr jetzt den Pult, machen wir einen kleinen Cut. Den Kampf machen wir dann, tut mir leid, liebe Zuschauer, in der nächsten Folge. Und Cut.